herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, The Art of Transformation. Mein Name ist Freya. Ja, und lieber Steinbock, du bist natürlich hier, um dir deine Februarbotschaft wie immer bei mir abzuholen. Ja, ich heiße dich hier herzlich willkommen in meinem Hotelzimmer in Bangkok. Ich musste mich ins Hotelzimmer, es hat zwar eine wunderschöne Dachterrasse da oben, aber da ist es so krachig und lärmig. Wir haben einen Pool und da spielen Kinder und ich habe leider kein funktionelles Mikrofon zur Verfügung im Moment. Ja, darum machen wir deine Legung hier in meinem kleinen hübschen Hotelzimmer. Ja, lieber Steinbock, deine Themen für den Monat Februar, was ich ein bisschen von der geistigen Welt bekommen habe, was ein bisschen deine Themen sind, deine Vibration, wollte ich sagen, deine Energien für den Februar. Ich weiß nicht, ich glaube, es geht bei dir um entweder die Familie oder einen häuslichen Bereich oder über die Themen einer festen Beziehung oder sich irgendwo niederzulassen oder irgendetwas aufzubauen. Denn ich habe ein bisschen bei dir dieses Bild dieses Lebensbaumes bekommen für den Monat Februar. Und ja, der steht natürlich auch für den Körper, für die Gesundheit. Und ich glaube, das sind im Februar ein bisschen deine Themen, lieber Steinbock. Wenn das stimmig ist für dich, schreib es mir unten in den Kommentaren. Und wenn es nicht stimmig ist für dich, lieber Steinbock, dann schau dir bitte Aszendent, Mond und Venuszeichen hier noch an. Ja, wenn du nicht weißt, wer ich bin, was ich alles sonst noch anbiete und warum ich tue, was ich tue, wenn dich meine Ausbildung oder auch Rituale interessieren und Workshops, alles geht hier in die neue Zeit hinein. Es sind Dinge, die man so noch nie, also nicht finden kann. Ich habe alles mit den aufgestiegenen Meistern kreiert. Ja, dann schau dir doch gerne unten mal meine Webseite und die Playlist an und alles, was da unten noch ist für dich. Ja, lass uns jetzt hineinstarten in deine Legung hinein. Wir nehmen Thema allgemein, Thema Job und Geld und Thema Liebe und Beziehung. Spirit, bitte, für unseren lieben Steinbock Monat Februar. Allgemein, bitte. Allgemein. Und wie immer zeige ich dir natürlich jede einzelne Karte. Ja, also siehst genau auch hier, wir haben hier den Turm. Das wird wahrscheinlich so gegen Ende Januar der Fall sein, in den Februar hinein. Dass hier definitiv im Allgemeinen in deinem Leben dich hier die festen Strukturen vielleicht stören, auch mit dem Turm. Der Turm, ja, kann manchmal auch auf eine Lebenskrise, auf eine Persönlichkeitskrise, auf eine emotionale Krise, was auch immer hindeuten, beziehungsweise das Universum bringt dir eigentlich diese Energie ins Leben hinein, und zwar als eine Chance, wirklich zu erkennen, wo bin ich festgefahren, was ist mein Gefängnis, ist es äußerlich, ist es innerlich, was muss ich loslassen? Welche inneren Gefängnisse oder Äußeren habe ich mir hier selbst erbaut? An welchen Glaubenssätzen oder überholten Strukturen hänge ich hier noch an, die einfach nicht mehr in meine neue Welt, in die neue Welt hineingehören? Ich habe hier mit dem Anker auch wieder eine Karte, die natürlich sehr klar zeigt, der Anker, ja, das können zwei Dinge sein natürlich. Einerseits kann man einen Anker, ja, verankern, das heißt, es geht hier um Festigkeit und Sicherheit. Man kann ihn aber auch ziehen. So, was hier jetzt genau der Fall ist, das kannst natürlich nur du sagen. Aber mir erscheint, es ist eins in einem. Ich glaube, du willst einerseits den Anker, dein Schiff hier hissen, ja, den Anker ziehen, zu neuen Ufern kommen, aber
gleichzeitig und diese alten Strukturen deines Lebens hinter dir lassen, aber gleichzeitig willst du das auch nicht einfach kopflos tun, beziehungsweise ich habe hier eben noch eine Personenkarte, das ist eine Dame, ja, das muss aber nicht eine Frau sein, es kann auch ein Mann sein, ich lege für Mann und für Frau, es ist auf jeden Fall eine Person. Und ich glaube, du steuerst auf diese Person zu. Hier könnte auch vielleicht ein Altersunterschied noch sein. Das ist eher eine jüngere Person, muss aber nicht sein, aber sie ist definitiv in ihrem Wesen, ist sie, diese Person, mit Sicherheit noch jung geblieben, ist noch abenteuerlustig, ist vielleicht auch als Frau noch fruchtbar, muss aber nicht sein, kann auch ein Mann sein. Ich sage hier, dass im Februar für dich hier der Turm kommt, es könnte sein, in Sachen auch Liebe und Beziehung oder einer Partnerschaft. Und hier die Frage ist, breche ich, also hier die Frage ist, gehe ich hier, werde ich meinen Anker hier ziehen und gehe ich von dannen, ja, oder will ich den Anker hier eben, will ich an diesem Hafen hier ankommen? Genau. Vielleicht wird dir das hier auch Anfang Februar klar, was du hier entscheiden wirst. Könnte auch mit Reisen zu tun haben. Natürlich, ganz klar, der Anker ist ein Seefahrersymbol. Ja, ich habe ihn ja auch so wunderschön irgendwo hier. Ja, das ist jetzt doof. Ja, also hier wäre ein Anker, ja, hier ein Kompass, ja, und hier die Inseln von Hawaii, weil ich habe ja 13 Jahre auf Hawaii gelebt. Ich wollte das hier auf meinem Körper verewigen. Wie auch immer, das sind definitiv hier ein bisschen die allgemeinen Themen für dich. Lass uns weiter schauen, was hier die Finanzen noch zu dir sprechen, auch Job. Weil was ich hier einfach sehe, ist, dass diese Dame schaut ja in den Anker. Ja? Mir kommt es fast vor, lieber Steinbock, als dass ich dich erwarten würde. Du siehst es, sie hält auch schon die Rose in der Hand. Ja, es geht hier sicher um Thema Familie, feste Beziehung, ein Partner. Irgend so etwas ist hier, aber hier ist eine Krise vorausgegangen. Ja. Sehr bitte. Finanzen, Job für den Steinbock-Monat Februar, bitte. Ich werde dir am Ende auch mit diesem wunderschönen Deck hier, den Energieportalen, noch eine Zusatzbotschaft mit auf den Weg geben. Und lieber Steinbock, solltest du hier Mühe haben, vielleicht war das ja auch eine toxische Beziehung, das gibt es ja auch, oder vielleicht geht es hier auch noch um irgendeinen Ex-Partner von deiner Vergangenheit. Wenn du hier Mühe hast, loszulassen, wenn du hier das Gefühl hast, dass negative Energiebänder dich noch an eine Person binden, wo einfach gelöst werden müssen. Wenn du hier vielleicht eine Freischneidung brauchst mit Erzengel Michael, dann lass es mich wissen. Wie gesagt, ich biete diese Dinge auf jeden Fall an. Habe ich einfach noch so bekommen, dass ich das noch sagen sollte. Ja, siehst du, hier haben wir wieder eine Person, hier haben wir die Sense. Und hier die Mäuse. Es könnte hier auch sein, dass vielleicht in deinem Leben auch eine finanzielle Krise ist, was natürlich auch Heim, Haus, Beziehung vielleicht belasten könnte. Wir haben hier definitiv aber auch ein Paar. Ja. Siehst du? Auch hier der Mann ist jünger. Das ist der jüngere Mann, weil in diesem Deck hat es auch noch eine reifere Frau und ein reiferer Mann. Also sicher. Auch von der Energie her, jemand Junges, jung geblieben, abenteuerlustig noch. Und auch er, du siehst die Haltung, er hält die Rose in der Hand und auch er erwartet etwas. Ich weiß nicht, Steinbock, erwartest du eine Liebe in deinem Leben? Oder erwartest du irgendwie einen Wandel in deiner Beziehung,
im Februar. Weil eins ist klar, wir haben hier die Sense. Und die Sense hat auch zwei Bedeutungen. Du selbst wirst fühlen, intuitiv, welche stimmig ist. Einerseits kann das heißen, dass hier durch einiges an Krisenarbeit mit diesem Turm du nun mit dieser Person oder dieser Situation die Ernte einfahren kannst. Ja, genau. Man hat dafür gearbeitet, man hat gesät und gemacht und getan und jetzt ist der Weizen reif und man kann hier Früchte tragen, auch finanziell natürlich. Ja. Andererseits kann die Sense aber auch auf einen sehr schnellen Cut einer Situation hindeuten, vielleicht auch zu vorschnell, das könnte auch sein, vielleicht ist das hier auch ein Thema über eine sehr schnelle Beendigung einer Situation in deinem Leben, die aber eben eigentlich fruchtbar gewesen wäre oder sein könnte. Vielleicht ist es aber in diesem Fall im Thema Beruf und Finanzen, könnte es auch einfach sein, dass das eine Kündigung ist, lieber Steinbock. Vielleicht kündest du, vielleicht wird dir gekündigt. Oft ist das auch ganz überraschend, kann das kommen, ja, eben dieser schnelle Zack. Und das, ja, wirft dich hier natürlich ein bisschen in eine Krise hinein mit den Mäusen. Ja. Ich sage immer, ja, die Mäuse sind ja hübsche Tierchen. Ja. Also ich mag Mäuse, ich habe auch keine Angst vor Mäusen, aber ich mag sie nicht in meinem Küchenschrank. Ja. Das mag niemand. Die Mäuse sagen auch manchmal, dass du hier mit Dieben zu tun hast. Vielleicht liegt dir hier auch jemand einfach zu fest auf der Tasche, auf dem Portemonnaie. Vielleicht hast du dir hier einen relativ teuren Partner angeeignet, vielleicht sogar auch jemand vom Ausland, wer weiß, wo vielleicht du merkst, ich muss hier die ganze Familie auch unterstützen. Irgendetwas finanziell nagt auf jeden Fall an dir hier im Februar. Du machst dir darüber definitiv Gedanken. Es könnte aber auch sein, das Gegenteil, weil die Sense zu den Mäusen zeigt, dass im Februar für dich ein Ende ist einer finanziellen Krise. Ja, lass es mich wissen, was hier stimmig ist für dich. Vielleicht ist auch wirklich eine Aufforderung hier, etwas ganz Neues hier zu beginnen, einen Neuanfang zu starten in einem neuen Job oder vielleicht machst du dich selbstständig. Das könnte natürlich hier auch sein, darum hier oben auch der Anker. Eben wie ich im medialen Bild schon ein bisschen in dieser Vision von den Meistern und deinen Guides bekommen habe, dieser Lebensbaum. Es geht hier ums Leben selbst. Und ich bin natürlich kein Arzt, aber ich kann hier zum Beispiel, könnte ich auch sagen, es geht vielleicht auch um die Beendigung etwas, was dir körperlich nicht gut getan hast. Das kann auch eine Beziehung, ein Mensch sein, das kann aber auch ein Verhalten sein. Vielleicht hattest du auch mit einer Krankheit oder sonst irgendetwas zu kämpfen. Dann kann ich dir hier sagen, das wird Ende Februar besser werden. Hier wird diese Krise beendet sein für dich. Und jetzt schauen wir Liebe und Beziehung bitte für den Steinbock-Monat Februar. Spirit bitte. Steinbock, Februar. Ja, auch hier in Sachen Liebe und Beziehung, wir haben die Wolken. Also auch hier kommt Klarheit in deine Situation hinein. Auch das Ende Januar, Anfang Februar wird dir Klarheit für dich kommen. In Kombination interessant natürlich auch mit diesem Turm hier. Vielleicht hast du einen völligen Aha-Effekt mit dieser Person, wo zack, jetzt ist das Ganze klar, ja, und jetzt kann man beginnen daran zu arbeiten, weil der Anker steht auch oftmals noch für Arbeit. Ja, also Seemänner sind auch sehr fleißig. Dieses Schiff muss ja auch permanent
gepflegt werden und es braucht eine Mannschaft, ja. Also ohne nichts gibt es auch nichts, sage ich mal so. Liebe und Beziehung. Ja, der Stork, könnte sich hier tatsächlich auch um das Thema Familiengründung handeln. Hier mit dem Storch, wir wissen, ja, wer bringt uns die Kinder? Der Storch, ja. Also solltest du gerne Vater oder Mutter werden, ist der Februar ein sehr guter Monat dafür, ja. Vielleicht ist das auch die Vorarbeit dazu hier. Man baut sich ein Nestchen zusammen, vielleicht deshalb auch dieser Lebensbau. Kann aber auch bedeuten für Reisen, wie ich hier auch schon gesagt habe. Der Storch, ja, der fliegt ja wirklich Tausende von Kilometern. Habt ihr übrigens gewusst, dass ein Storch sogar über den Himalaya fliegen kann? Also der kann in unglaubliche Höhen gehen. Und ja, vielleicht ist hier auch, geht es um Reisen hier in Sachen Liebe und Beziehung. Es geht vielleicht auch darum, ja, man möchte gerne in Zukunft dieses Nest finden. Ja, Störche bleiben ja auch ein Leben lang zusammen. Irgendwo etwas finden, vielleicht sogar im Ausland, wo gemeinsam Freude macht. Ja? Kann auch ganz einfach auf einen Umzug oder einen Wohnungswechsel oder einen Landeswechsel hindeuten. Auf jeden Fall im Februar wird hier irgendetwas in diesem Falle stattfinden oder der Beginn einer Familie und eines neuen Lebens. Die Schlange. Ja. Entschuldige bitte. Also die Schlange, okay, ich komme gerade am Anfang mal zu ihrer negativen Deutung. Ja, jeder hat Angst vor der Schlange, weil sie oft auch, sie kann auf einen Rivalen hier oder Rivalin hinweisen, dass man hier vielleicht in eine Verführung auch kommen könnte, ja, mit der Schlange. Ihr kennt die Geschichte aus der Bibel, ja. Definitiv ist das deine Person, lieber Steinbock, mit Sicherheit auch Verehrer oder Verehrerin hat und das solltet ihr hier definitiv bewusst sein. Also ich sage es einfach mal so, was nicht bedeutet, dass, weil der Storch, wie gesagt, ist monogam. Aber man sollte sich dessen einfach auch mal ein bisschen bewusst sein. Genau, das ist mal das eine. Das andere aber ist mit der Schlange auch typisch das Zeichen des Schlangenträgers natürlich, der 13. Aspekt. Darüber habe ich Videos gemacht, du findest sie im Upload. Super interessant, gehört einfach zum neuzeitlichen Wissen, was ich auch in meinen Ausbildungen so lehre. Transformation. Ja, also pure Transformation, pure Kundalini-Energie hier. Die Schlange ist auch definitiv mit sehr viel Liebe und Leidenschaft und Sinnlichkeit ausgestattet und ist auch ein Zeichen von Medizin und Heilung. Also hier im Februar wird eine grandiose Transformation für dich stattfinden, hier auch in Sachen Liebe und Beziehung. Und ich glaube, sie wird Ende Februar, weil wir sehen hier das Infinity-Zeichen, wird diese Transformation von dir und vielleicht dieser Person wirklich in die Unendlichkeit eingehen. Sie ist abgeschlossen. Dieser Kreislauf wird sich schließen. Und ich hoffe, gehe jetzt hier nicht weiter, aber schau dir sonst die Märzlegung an, dass das in eine, ach, lass mich doch eine Karte noch ziehen, dass das in eine richtig fruchtbare und tolle Beziehung führt, dass ihr euer Nest hier findet, weil ihr hier auch die Arbeit geleistet habt zusammen, die es braucht. Und wenn du Single bist, könnte es sein, dass du vielleicht im Februar jemanden solchen treffen wirst, der einfach passt. Ja, schau dir das an. Das Schiff. Das Schiff bedeutet ja, das ist einfach ein Neuanfang. Ja, man hat super viel Ballast abgeworfen. Du siehst, dieses Schiff ist so leicht, dass es eben auch über diese Berge kommt, über diesen Himalaya. Ja, Steinbock.
Du bist ready für die neue Welt. Du solltest hier an Bord gehen. Oh, das war wie ein Amen in der Kirche. Gut, lass uns mal bitte. Entschuldige bitte. Muss noch hier. Sorry, sorry, sorry. Bisschen Wasser hier dazu nehmen. Gut. Lass uns deine Portalkarte noch gemeinsam ziehen. Ich bin super gespannt, welches Portal, lieber Steinbock, hier auf dich wartet. Ja, was du nehmen sollst hier im Februar. Steinbock, bitte. Botschaft, Februar. Steinbock, Erdstern Aktivierung. Ja, also das ist definitiv eine Göttinnenenergie hier. Viele wissen das nicht. Das ist ein magisches Zeichen. Ich kenne die Bedeutung dieser Magie. Ja, mein Name ist Freya. Freya ist Venus, ist auch Isis. Sie verfügt über eine der größten Magien, die es gibt. Ja, sie ist ja auch die Mutter der Erde eigentlich. Und das oben, dieser Stern ist. Das ist ein Sechszack, ist ihr Stern. Das ist der Venusstern. Und da die Venus eben, wie gesagt, mit der Erde verbunden ist, die Erde ist ihr Kind, passt das hier zur Erdsternaktivierung. Und sie sagt dir Verankerung. Wie krass ist das jetzt? Hier haben wir den Anker, wir haben das Schiff, ich hatte den Lebensbaum, ja. Verankerung, geerdetes Handeln, Isis-Energie. Also du musst hier, lieber Steinbock, deine Botschaft und Aufforderung ist, dass du hier Ende Januar, Februar ins Handeln kommst. In das, was du umsetzen willst, sollst du dir klar werden und es ist Zeit zu handeln für dich. Ich werde es dir aber noch gerne vorlesen. Gut. Weißt du, Steinbock, oft ist Handeln auch eine Aufforderung, sich zu entscheiden für etwas. Unser Leben ist vollgespickt mit Entscheidungen. Ich meine, jede Minute treffen wir eine Entscheidung, ja. Aber hier ist nicht die Rede von einer kleinen Entscheidung, ja, nehme ich jetzt einen Schluck Wasser oder trinke ich jetzt einen Kaffee. Sondern ich glaube, es geht hier um eine Partnerschaft oder eine Lebensgemeinschaft. Und wenn es nicht eine Partnerschaft ist, wirst du diesen Partner durch diese Entscheidung hier treffen. Dieser Partner ist ready, denselben Weg zu gehen hier. Ja. Genau, also. Also es geht hier um eine große Entscheidung. Ich habe einfach dieses Gefühl hier. Selbst wenn es um etwas Körperliches geht, auch das ist eine große Entscheidung oder etwas Berufliches, etwas abzulegen und sich festzulegen, ein neues Leben zu beginnen, ist das eine Lebensentscheidung. Erdsternaktivierung, siehst du, wir haben die 66 als Zahl. Und ja, ich weiß, viele sagen, 666 ist die Zahl des Teufels. Das ist eigentlich grundsätzlich korrekt. Das ist der Steinbock übrigens auch. Auch in der Tarotkarte ist der Teufel der Steinbock. Why? Ja, die meisten nennen ihn ja den Felsen Gottes. Ja? Und man baut nun mal die Materie auf Felsen auf. Also wenn keine Materie da ist, kann man auch nichts Fixes, Materielles bauen. Ja? Die 666 ist die Energie der Dreieinigkeit, der Materialisation. Sie steht für die Matrix, für diese Erde. Also für alles, was in Materie ist. Das alles kann man, wie gesagt, in meinen Ausbildungen lernen. Wir werden darüber sprechen. Ich werde es dir erklären. Wenn es dich interessiert, schau doch gerne in der Playlist. Also, ich lese dir hier die Botschaft, lieber Steinbock. Wenn du diese Karte ziehst, wisse, dass dein Erdstern
aktiviert worden ist und die Weisheit, die du einst ignoriert hast, nun angenommen wurde. Oh, ich bekomme Gänsehaut vom Feinsten hier. Ich habe fast das Gefühl, dass hier die Göttin selbst in deine Legung gekommen ist. Du bist dir der zurückgewiesenen Aspekte deines Selbstes jetzt wieder bewusst. Vielleicht ist das hier der Turm. Du hast die Gelegenheit auch, die Magie. Also, wie mache ich das? Ja? Jetzt rede ich die ganze Zeit davon und hier steht es. Und ich kenne diese Karten wirklich nicht auswendig. Du hast hier die Gelegenheit, auch die Magie wieder zu entdecken. Doch bleibe bei all deinen Unternehmungen stets fest verankert. Lass dich nicht von der Erde halten. Lass dich von der Erde halten und nähren. Stürme nicht einfach drauf los. Falls du dich fragst, ob es Zeit ist, den nächsten Schritt zu tun, sei versichert, dass dem so ist. Bewege dich vorerst, aber langsam. In Kürze werden dir wichtige Informationen enthüllt. Also warte und bleibe standhaft. Dies ist eine Zeit der Integration und der Ruhe, anstatt vorwärts zu stürmen. In deiner Seele liegt große Weisheit. Tauche tief nach innen und finde sie. Vertraue dir selbst. Du hast mehr Kraft, als dir bewusst ist. Jawohl, das ist so, Steinbock. Das sage ich immer wieder. Schaut, ihr seid mächtiger, als ihr denkt, meine Lieben. Steinbock, wow, ich könnte hier stundenlang mit dir sprechen. Wenn du eine private Legung möchtest, dann ja, schreib mir einfach. Ich wünsche dir ganz viel Licht und Liebe. Ich freue mich auf ein Like, auf einen Kommentar und natürlich auf eine Spende. Als eine Fahrende und Reisende bin ich auf eure Spenden angewiesen. Und ja, ich freue mich ganz besonders wieder auf dich. Bis bald und tschüss.